Hallo, willkommen zurück bei Silent Hill 2 Remake. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich hatte absolut keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich musste kurz tatsächlich gucken. Ja, Schande auf mein Haupt. Ich hatte echt keine Ahnung mehr. Ich wusste nicht, wo wir weitergehen müssen. Tatsächlich müssen wir doch was mit der Uhr machen. Wie wir darauf kommen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel, denn das Spiel hat jetzt nicht explizit gesagt, dass ich damit was machen muss, sondern ich dachte halt, da fehlt einfach noch was fürs Rätsel, weil es nur ein Zeiger ist. Deswegen, ja. Ich, wie gesagt, habe jetzt nur das in der Lösung geguckt, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Die Karte komplett aufgedeckt war und nirgendwo mehr was war. Und ich am Verzweifeln war so, okay, irgendwie weiß ich jetzt echt nicht weiter, ne? Ich weiß aber nicht, wie man darauf kommen soll, ehrlich gesagt. Wegen den zwei Pfeilen da links, die durchgestrichen sind, dass das 9 Uhr sein soll. Soll es irgendwie die Uhr darstellen? Was aber blöd wäre, weil übersetzt heißt das halt einfach nur durchgestrichen, durchgestrichen. Also habe ich mir dabei nichts gedacht. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das so sein soll. Ich kann jetzt nur raten. Ich habe, wie gesagt, nachgucken müssen, weil ich absolut überfordert war und nicht mehr weiter wusste. Habe aber nicht das Gefühl, dass wir irgendwie einen Hint übersehen haben. Falls doch, sagt es mir gerne. I don't know. Genau, und dann sollte es hier weitergehen und jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was passiert. Weil, ja. Ich wäre jetzt noch 3 Stunden im Kreis gerannt. Ich war so davon überzeugt, ja, bei uns fehlt doch noch dieser andere Zeiger. Eine Uhr braucht doch mindestens 2 Zeiger, wenn nicht 3. So, irgendwo muss er doch sein. Ja, nein. Manchmal einfach, ne? Doof, bisschen rumtesten und grabbeln. Anstatt 3 Stunden rumzusuchen. mein Controller hat vibriert. Warum tut er das? Habe ich ihm das erlaubt? Das ist hier viel zu hell, als dass hier irgendwas passiert. Es ist so gute Laune, Silent Hill. Ah, erstmal einen Kaffee machen, nicht? Schlagen wir gleich zusammen. Die Wand. Da fehlt uns ein Schlüssel, okay. Cute. Wir brauchen einen Vogel. Naja, wir könnten jetzt natürlich den nehmen. Aber das ist natürlich viel zu leicht, ne? Dem so, warum einfach, wenn es doch schwer geht? Ich will das hier richtig ausleben in Silent Hill. Wow. Der Lode sei nicht der Glücksocker. Plops. Hallo. Jemand zu Hause? Nein, jemand abkacken. Gut, dann. Dann war auf jeden Fall schon jemand abkacken. Ja, dann, Ich möchte das nicht. Ich. Nein? Das sind Schokodrops. Die Jacke kannst du danach weghauen. Einfach verbrennen. Als ob er damit jetzt weiter rumrennt. So, njam, njam. Minutenzeiger. Oh. Was passiert hier? Warum passiert hier? Wer passiert hier? Kann ich nach Hause? Ich möchte das hier nicht. Hallo? Hallo? Warum ist der Eingang zugegangen? Don't do that! Ich hab mich einfach wieder weggesperrt. Ein Piepmatz. Nee. Oh.
Kotz war anders rum. Ich vergesse manchmal, dass die Kotze danach auch noch wehtut. Achso, da fehlt noch ein... Ja, ein Minutenzeiger wird es nicht sein, ne? Okay, da fehlt noch ein Piepmatz. Ja, hätte ja sein können. Hier waren wir noch nicht, ne? Draußen. Glaube ich. Sag ich und habe eigentlich keine Ahnung, weil alles fucking gleich aussieht. Ich guck mal bei 209 rein. Oder ich versuche es. Man weiß ja nie, wie zuvor kommt, die Nachbarn hier sind. Ne? Einige lassen die Tür auf, andere denken sich, nee, lass mal. I like Lithium. Oh, man kann übrigens mehr als 10-10 tragen. Hintergrund ist Tweak, okay? Aber hier hat definitiv jemand geflüstert in meinem fucking Ohr. Bin wieder rausgegangen, weil ich super bin. Irgendjemand was gesagt. Das... Sag mir, dass ihr das auch gehört habt. Das war unheimlich. Das war fucking unheimlich. Hier ist nur eine Puppe. Das ist das Ding, was ich brauche, glaube ich. Aber wie kriege ich denn das Ding jetzt? Ist das das Ding, was ich brauche? Kriege ich jetzt weg, bitte? Ah! Unförmiges Figurenteil. Ist irgendwie nicht. Ah, ich hab's damit. Das war's so. Will du add me? Nee, Alter. Oh, das war die Wand! Das war auf die Wand. Oh mein Gott. Bum bum. Chakadaka. Okay, aber wer hat mit mir gesprochen? Natürlich.
Steht da hinten jemand oder ist das eine Tür? Ich sehe Dinge. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich dachte, Mars, Silent Hill, schön und gut, ne? Ah, schönes Wetter. Chillig, leer, keine Menschen hier nerven. Ja. Nachbarn sind so, geht so. Da fehlt noch ein Stück. Okay. Ach, dann, das ist nur eine Tür. Das ist eine Wand. Das ist ein Riss in der Wand. Das ist hässlich. Es wird von mir weggenudelt, I guess. Wait, es wird nicht von mir weggenudelt? Wie? Ich wollte schon sagen. James! Jemand muss ihm mal erklären, na, wie er den Knüppel zu benutzen hat. Das geht doch hier nicht. Der kriegt ja gar nichts hin. Dies ist meins. Wir brauchen also noch ein Korb. Ich könnte jetzt den Monstern einfach eins ab... Nun, ich sag mal so, ne? Okay. Das ist... Ja, kann man machen, ne? Das ist der Kopf, ne? Ihr wisst schon, der Kopf. Es könnte jetzt irgendwie... Es ist eher ein Kopf. Es ist ein Kopf halt, ihr wisst schon. Und der Kopf wird mich nicht anspringen oder so, ne? Wo hängt das Ding überhaupt? Ich sehe den Schatten, aber ich sehe nicht das Ding. Das haben sie sich verdient, okay? Rein mit Maximal. Guck mal, jetzt haben wir so voll den riesen... Ja. Kopf. Gut, anyway. Wo hängt das Ding? Ja, macht Sinn. Cute. Das muss ich wahrscheinlich wieder kombinieren. Falsche Taste. Ich lerne diese Tasten noch irgendwann, eventuell. Dat und dat. Fehlt da noch was? Nee, Schwanenfigur. Okay. Nee, Nelly. Nelly geht. Wer will denn hier noch krähen? Katzen. Hier geht's nicht lang. Wir haben die Figur. Da links geht's halt gefühlt noch lang. Ja, ja. Ich weiß, Tweak, ich weiß. Was ist denn Nee, das war Gesundheitsdrink. Ich sage jetzt so, als ob ich noch eine Injektion bekommen habe, weil ich so viele davon habe. Also, ich habe das Gefühl, auf Normal ist es wirklich mehr Survival als Haut drauf. Also wirklich ausweichen und weglaufen, glaube ich. Ich glaube, das hätten wir dann aber von Anfang an durchziehen müssen, weil ich habe halt von Anfang an jedes Viech mitgenommen.
Und dadurch auch sehr viel eingesteckt und dementsprechend mir wahrscheinlich selber einfach Normal Mode komplett verkackt. Weil gerade blind ist es halt echt nicht so leicht. Gut, wie dann? Gerade finde ich halt auf der PlayStation leider. Echt durch den Controller. Hopp. Fragezeichen? Ah! Okay, verstehe schon. Ich verstehe schon. Hast du ja toll gemacht, James. Warum musst du alles kaputt machen? There was once a hole here. Well, it's gone. Nein, it's not gone now. It's there now. Warum will ich da nicht reinspringen? Das sieht so aus wie... Hallo! Spring mir nicht rein und du stirbst! So... Okay. Einladend, I guess. Wee! Inhibited. Und ich komme wahrscheinlich nicht mehr nach oben, ne? Schön. Okay, wir sind auf jeden Fall bei dem... Also wir waren hier noch nicht. 1F ist gut. The thing is... Ich habe doch jetzt schon einen Minutenzeiger. Ja, Mensch, diese Kommode. Natürlich, ich erinnere mich. Wichtiges Objekt. Was? Warum? Was soll ich mit diesem... Was soll ich mit der Info anfangen? Dass da eine Kommode ist. Außer, dass eine Kommode da ist. Oh. Hm. Lass ich mal so stehen. Bup. Ist, glaube ich, egal. Müssen wahrscheinlich wieder beide abgehen. Au! Oh, not? Fragezeichen. Ah doch, hier geht's rein, okay. You. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Wir kennen uns nicht mehr. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here?
in this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She... Wegen dem Brief. Da. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Ja klar, ich nehme die einzige Waffe, die sie hat. Ha, dann hat sie gar keine Verteidigung gegen die Monster. Ha, smart. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Ich glaube langsam, ich sollte mehr Angst vor den Menschen in dieser Stadt haben als vor den Monstern. Und hey, I get it, ne? Weil man irgendwie gefährdet, sich damit etwas anzutun, klar, ne? Klüger ist, sie abzunehmen, definitiv. Aber Digga, hier laufen Menschen, ja. Hier laufen Menschen rum. Hier laufen Monster rum. So. She got nothing. It's mine now. Ich weiß halt nicht, was... Also, von der Story, wie gesagt, weiß ich halt gar nichts, ne? Und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht so eine Art Zwischenwelt wirklich ist, so zwischen Leben und Jenseits, weil... Die Menschen, die wir hier sehen, die scheinen alle irgendwie ein bisschen strange zu sein, so in ihrer eigenen Welt gefangen. Eventuell ein bisschen was zu bereuen. Jedenfalls, Enzo war aber gerade nicht wirklich zurechnungsfähig irgendwie. Ich weiß nicht, wie klug es ist, sie alleine hier rumrennen zu lassen, but hey, ha! Ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Vor allem ist das halt so probably eins der Spiele, was man eventuell auch mehr als einmal gespielt haben muss, um die Story zu raffen. Ich meine Silent Hill, ne? Kennen wir alle. Also vielleicht auch nicht. aber auf jeden Fall, die Storys bei Silent Hill spielen immer sehr komplex und verwirrend und so Mindfuck. It is the question, ne? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Und ein Messer. Was mache ich damit?
Das Messer war jetzt, glaube ich, keine Waffe, sondern halt... Ich lerne es noch. Das ist 709. Genau, wir haben die Minutenzahl. Hä? Wartet, wir haben den Schlüssel zu 109? Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das der Schlüssel zu dem Zimmer ist, warum haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? So, die Tür ist doch hier auf. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum wir den Schlüssel davon haben. Was soll ich damit? Soll ich später, wenn Pyramid Head kommt, da hinlaufen und sagen, ah, ich schließe mal ab, ne? Kommt hier nicht rein. Weil das hundertprozentig sein Riesenschwert abhalten wird. Nicht. 111 Seiten noch. Kommen gar nicht zu 111. Wo ist 111 hier? 111 müsste hier sein, oder bin ich dumm? Achso, okay, das war einfach nur, wo ich den bekommen habe. Da geht's weiter. Okay, aber was war hier hinten noch? Wartet. Hä? Konnte ich hier nicht gerade irgendwo rein? Oder bin ich hierher gekommen? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, hier bin ich hergekommen, nevermind. Wie dumm. Weiter oder doch rechts? Oh, 101 ist da. Da steht gerade irgendwas an der Tür, aber ich hab's nicht mit. Okay, mitbekommen. Wer ist der Farm? Alexanders. Okay, kenn ich nicht. Wieso bekomme ich so viele Sachen hier? Why? Da geht's nicht lang. Da ist ein S an der Tür. Okay. Das heißt, da wäre ich wahrscheinlich gar nicht weitergekommen, ne? Gut, ich dachte erst, hier ist vielleicht Dead End, deswegen bin ich halt hier zuerst hingegangen. Zum Items einsammeln. Hier ist ein Dead End, I guess. Oder? Hört ihr das? Ich mag euch nicht. Was ist das?
Für mal zusammen. 208. Ist doch 208, ne? 16. Okay. Oh, das ist sicher wichtig, ne? Lass mich speichern. Ui, 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 ui. Oh. So, was stand da? 16? Also muss ich den vielleicht auf 16 stellen? Okay, den kann ich gar nicht. Na, wisst ihr was? Try and Error wollte ich jetzt sagen. Funny. Okay. Wir hätten noch das M an der Tür. Vielleicht ist die jetzt offen. Ja. Könnten wir gleich hin. Kam ich denn da zum einfach hier raus und dann rechts, ne? Okay, genau, das bin ich die Einzige, die Pyramid Chan hört. Mit seinem riesigen Schwert, was er hinterher zieht. Ich bin nicht die Einzige, oder? Ihr hört das auch. Gut, M ist, glaube ich, immer noch dicht. Nee. Motten ist nee. Motten ist meistens Pyritchen. Giant-Motto? Sonst nichts zu erkennen? Was? Was? Eine Wurst? Ein Spiegelei? Totenkopf, Spiegelei, Spiegelei, Totenkopf. Lass mich mal gucken. Wir haben drei Dinger. Da ist ein 1. Aber wie soll ich die... Ich hätte es halt gesagt, die Zahlen, aber das sieht eher nach einem Rätsel halt aus. Das ist halt, woher erkenne ich denn, was was ist? Ich habe drei Fotos. Ich weiß nicht, was das da sein soll. Soll das das Messer sein? Soll das irgendwie eine Anspielung darauf sein, wo wir die Fotos gefunden haben? Ist es das? Oh mein Gott, wieso will ich immer Pause drücken statt in der Mitte? So, das war halt... Das soll das Angela sein, mein Messer? Scheidender Beginn? Keine Ahnung.
Wird das der Totenkopf sein? Was hier so viele Leute? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Curry Summer Beginning. Also wir haben eine 1, eine 6 und eine 7. Kriege ich hier sonst noch irgendwelche Hinweise? Nee, gar nicht, ha. Nur hässliche Motten. Au! Vielleicht hat das damit gar nichts zu tun. Das hat einen Totenkopf. Das war eine 3. Wait. Das war ein Totenkopf. Da ist eine 3. Muss ich mir die angucken? Da sind 4 Dinger. Okay. 4 minus irgendwie... Was ist denn dieses... Und das? Also 4 minus 2. 2? Ein Totenkopf. Minus 2. War der Totenkopf nochmal? Das verstehe ich halt auch nicht. So, dass ein Totenkopf. Wartet, aber da sind noch 2 von den Dingern und da ist auch noch einer von denen. Oh mein Gott. Ich muss das allgemein rechnen, oder? Viele das sind. An allen. Ugh, okay, fangen wir mal hier an. Da ist, glaube ich, ein Totenkopf zu sehen. Ich fange mal mit den Totenköpfen an. Ein Totenkopf. Da sind da auch Totenköpfe? Soll es einer in der Mitte sein? Ich sehe es halt nicht. 2 Totenköpfe. Ich habe das Gefühl, ich sehe nur 2 Totenköpfe. Ich mache kurz hier eine Notiz. War da noch ein Kreis dran, ne? Ah, ich glaube nicht. So, dann nehmen wir erstmal die Bürstchen, Messer, was auch immer. Das sind 4. Sechs Messerchen. Oder Würstchen, je nachdem, was euch lieber ist in dem. Kreise. Sind da schon mal 2? 3. 4, 5. 5, ne? Mit 2, 6, 5. Okay, also dann haben wir Messer. Was Dings. Das wäre dann also eine 1. Totenkolob. Kreise. Das ist 5. 5 Totenkolob. Doch, das ist richtig. Nicht so. Aber warum?
zwei Kreise. Was übersehe ich? Ich weiß halt nicht, ob die auch Totenköpfe haben oder nicht. Da sehe ich halt einen Totenkopf, einen Kreis. Zwei Dinger. Also sind es drei Totenköpfe insgesamt? Nicht zwei? Nee. Ich erkenne halt nicht, ob da noch was anderes drauf ist. Das sind zwei Totenköpfe nur zu sehen. Ist hier noch irgendwie ein anderer? Ich glaub nicht. Ich kann da halt auch nicht reinzoomen. Ich sehe nicht, ob da noch was anderes drauf ist. So, was ist falsch? Irgendwas, ich guck nochmal. Kreise. Irgendwas übersehen. Verstehe es gerade echt nicht. Wo mache ich den Fehler? Oh, da noch was. I did not see this. Oh, das Piraten ist noch einer hinter versteckt. Dieses Kackspiel. Das ist dann nochmal zwei Messer mehr, ne? Okay. Wann sind das? Acht Messer? Messer, Würstchen, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mich verlaufen, hi. Wo bin ich? Wo ist das Rätsel? Okay, auf ein neues. Also, dann sind es 8 minus 3. Minus 5, 3. Totenköpfe plus Kreise müssten same sein. Das ist jetzt schlecht. Hä? Wieso kommt das hin? Ach so, ich bin dumm. Ich habe gerade gedacht, die 8. Müsste Minus gemacht werden, aber es war das same. Never mind then. Wieso sieht das hier so unheimlich aus? Warum kommt der Kotze aus der Wand? Ja, erstmal reingrapschen. Wir sind ja gut mit den Löcherkrapschen hier, ne? Er gehört sich halt. Was ist
Sekundenzeiger. Wir brauchen wirklich noch einen Sekundenzeiger. Nein! Kann ich bitte unter das Bett kriechen? Da findet er mich sicher nicht. Ganz, ganz sicher. Viel zu lange an diesem dämlichen Rätsel jetzt gebraucht. Wo kann ich hier speichern? Ja, wenn ich hier nochmal rauskomme. Einfach nach rechts ran, ja? Rechts, rechts. Okay. Ey, ich packe einfach meine Füße in die Hand und bin hier weg. Tschüss. Safe Point schon, my best friend. Okay, dann wenden wir auch den Part für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Ich glaube, der nächste Part könnte ein bisschen schmerzhaft werden. We gotta see. Bis dann.